Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier auf der Map in Hessen. Ich bin der Shorty von der Test Area. Es ist eine wundervolle Map, muss ich wirklich sagen. Die hat mir hier viel Spaß gemacht. Das ist jetzt Feld 90. Wir müssen jetzt auf der 19 anfangen, das mit den Sonnenblumen ansehen. Und wir sind ja auch noch dabei, viele andere Sachen. 1, 2, 3, genau. Die ganzen Felder so nach und nach aufzukaufen. Ja, nach und nach halt, so wie wir das Geld noch haben. Noch ist es eine Menge, aber Felder sind ja natürlich nicht billig, ne? So, Saatgut. Dann müssen wir jetzt für Feld 19 natürlich noch den Kurs anlegen. 12 Meter Kurs. Job erstellen. Cosplay. Hier sollst du enden. Und dann wollen wir mal gucken. 12 Meter. Ein Fahrzeug. Ein Vorgewinde. Zwei Vorgewinde. Drei Vorgewinde. Der Geschwindigkeit wegen mache ich weich. Das Feld ist ja sauber, ne? Genau. Generiere Feldkurs. So. Speichern. Feld 19 sehen mit 12 Metern. Und dann müsste ich den jetzt eigentlich nur aktivieren. Stopp. Es könnte sein. Ich muss den noch mal löschen. Eintrag löschen. Es könnte sein, dass ich etwas übersehen habe, das mich dann gleich wieder ärgern würde. Deshalb berechne ich den Kurs jetzt nochmal neu. 12, 3 Vorgewinde, noch Vorgewinde beginnen da. Wir beginnen auf den Bahnen. So. Jetzt habe ich's. Feld 19 sehen. Mit 12 Meter. Prima. Und jetzt kannst du fahren. Ich hoffe, du versorgst dich auch selber mit allem. Das wäre toll. Jetzt müsste ich wieder von Hand eingreifen. Und das, ich will es ja auch automatisieren. Ne? Was kommt da oben? Der Abfahrer. Oh, es ist ein weiter Weg für den Hafer. Habe ich festgestellt. Aber ist so. Hier wird jetzt gleich das erste Baumwollei gelegt. Okay, dauert noch ein bisschen. Erst wenn es voll genug ist fürs nächste Baumwollei. ~95, ~96, ~97, ~98, ~99%. Naja. Das dauert noch ein bisschen. Ich war ja erst am Überlegen hier, weil der Drescher so schnell ist, einen zweiten Strohsammler auch loszuschicken. Aber zu zweit holen die den Drescher ein, weil der Abfahrer, der den Drescher abtankt, einfach so weit Strecken zu fahren hat. Wenn der Drescher fertig ist, dann kann ich immer noch mit zwei Ladewagen hier rangehen, wenn nötig. Ja, die Wege sind nicht so weit zum Verkaufen vom Strom, ne? Wo ist denn der Abfahrer überhaupt? Hier ist er. Erst. Da würde es sich schon eher lohnen, noch einen zweiten Abfahrer dabei zu stellen, was? Aber andersrum ist das Feld auch wiederum zu klein, um da jetzt mit zwei Abfahrern zu arbeiten. Und ich hätte ja gedacht, dass Hafer weniger Ertrag hat, dass er sich das Feld so reinzieht. Dann kann man sich irren. Ich habe den auch jetzt runtergeschraubt,
dass er mit 60, also wenn 60% überschritten sind, schon losfährt, entladen. Sonst passt nämlich nur so ein Drip-Tropfen da drauf. Und dann wird der Drescher nicht richtig leer und sowas alles, ne? Der Strohsammler ist schon wieder voll. Also das Haferstroh ist auch relativ ergiebig. Das Stroh insgesamt auf der Map hier, finde ich, ist ziemlich ergiebig. Und jetzt kommt das Duell. Jetzt kannst du auch mal einen Schritt schneller fahren, Johnny. Das sind immer Sekunden, die zwischen schnell und langsam entscheiden hier, ne? So, der lädt jetzt ab, dann lädt er noch ein zweites Mal ab. Ach je. Wir werden sehen. Wir können eben in die Produktion gucken. Wir haben ja Hafer abgeliefert. Ja. Oh, die ist schnell voll. Wir sollten dann mal bei der Getreidemühle schauen. Hafermehl. Können wir dann aktivieren, wenn nötig, würde ich sagen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den zweimal voll bekommen hier von dem Rest vom Feld. Gefühlt hätte ich ja von dem erwartet, dass der schon viel weiter ist. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Kann das sein? Ich meine, das ist der 1050, ne? Aber kann das sein, dass der bergauf zu kämpfen hat, trotzdem beim Ansehen? Und das mit über 500 PS? Also ich weiß ja nicht. Das sollte, dürfte ja eigentlich nicht sein, ne? Dass der da Domut campen den Berg hinauf. Du wolltest Rose kaufen? So. Ranjit und seine Benita fällt mir da gerade ein. Benita die Kuh. Ach, guck mal, der geht in die Knie. Wahnsinn. Der 1050 geht hier in die Knie. Und das, obwohl es keine Direktzahl ist, ne? Ha. Na gut, wir haben schon eins der Eier verloren. Da ist das zweite schon. Dann werden wir wohl zwischendurch die Baumwolle wegfahren müssen. Wenn das dritte Ei liegt, sammeln wir das ein. Mehr als drei gehen nicht auf dem LKW drauf. Und ja, fahren wir das halt zur Stofffabrik. Zwei, also eins liegt, das zweite ist hinten. Bis er das dritte dann abwirft, wird dann dauern. Na, schauen wir. Wir sind hier bei 62%. Da sehen wir, dass der Ertrag eigentlich ziemlich gering ist von Hafer. Aber gedüngt 100%, 98% Ertragsbonus. Da kommt tatsächlich einiges durch. Also bei rum, ne? Da kommt der Strohsammler schon wieder. Ja, hat einiges zu tun hier. Über 76%. Ein vollen Anhänger und ein bisschen noch kommt dabei rum. Hätte ich nicht gedacht.
Hier bin ich ja mal gespannt, weil der, also Saatgutverbrauch, wir sind jetzt noch, also auf 40% runter und wir sind mit den Feldbahnen noch nicht fertig. Vorgewände sind auch noch drei. Er muss also noch mal losfahren, Nachschub holen und ich hoffe beim Fendt, dass der das automatisch macht. Ich möchte da nicht wieder reinfummeln eigentlich. Ich mag es halt automatisiert. Muss entladen werden. Na jetzt aber. Der Abfahrer, wie gesagt, hat eigentlich einen ziemlich weiten Weg. Dann fährt er gleich nochmal los nach dem Überladen. Und dann haben wir noch ein bisschen was. Ja, machen wir da Mehl draus, kaufen was direkt. Wir sollten da Mehl draus machen, habe ich mir überlegt. Wenn unser Haferfeld reif ist, dann werden wir den Überschuss ja auch benutzen, um da Mehl draus zu machen. 50%, 52, 53. Wenn da 66% rauskommen, ne? 63, 64, 65, 66. Stopp mal. Wir machen das wieder hier. Ich hätte wieder mal nicht mich einmischen sollen. Dann passt der Rest nämlich auch noch rein von dem Drescher, den er sich jetzt holt. Also die dritte Ladung. Dafür ist der dann zwar umso voller und hat umso schwerer zu ziehen, aber ich glaube trotzdem, den Rest kriegen wir da jetzt auch noch rein. Gut, gucken wir mal ins F1-Menü. Was haben wir denn? Spanngurte. Da, Rundballen Baumwolle. Drei Stück passen drauf. So, ich habe mal den B-Lademodus Autolord eingeschaltet. Zack und Gurte drauf. Sehr schön. Wenn ich dem jetzt zu nahe trete, zack. Dann können wir auf den dritten warten. Den schnappen wir uns dann auch noch. Dann kriegen wir noch mehr Baumwollen hier, Ballen hier. Warum gehen die besser? Komm, den holen wir uns auch noch. Okay. Das Runterklauen, das ist nicht so prickelnd, sehe ich gerade. So, Autolot anschalten. Und jetzt müssten doch alle festgegurtet sein. Oder nicht? Nein, warum denn nicht? Okay, nochmal runter. Dann mache ich Autolot an. Zack. Warum werden nicht alle angegurtet und können runterrutschen? Finde ich jetzt so nicht in Ordnung. Produktionen. Industriepark. Nö, Produktionen. Schneiderei abladen. So, jetzt verlieren wir die unterwegs, weil die Gurte nicht drüber gehen. Aber warum?
Sind die noch nicht fertig? Doch, die müssen fertig sein. Deshalb verstehe ich nicht, warum die Gurte da nicht dran gehen. Wo fährst du denn? Na, du wirst schon wissen, wo du hinfährst. Wenn da einer eine Idee hat, warum die Spanngurte nicht da drüber gehen, bitte gerne. Schneiderei ist doch falsch. Wir müssen doch Spinnerei. Moment. Wir haben die Schneiderei, wo da Stoff rausgemacht wird, oder nicht? Das ist die Spinnerei, da müssen wir hin. Nicht zur Schneiderei. Spinnerei. Und müssen wir dich eben umdrehen? Fährst du in die völlig falsche Richtung? Bin trotzdem irritiert, dass wir die Ballen nicht festgegurtet kriegen da drauf. Das darf nicht sein, ne? Naja, ich guck mal, ob ich die Ballen da heile hinbekomme. Da sind wir. Wollen wir mal schauen. Also sie sind heile angekommen, ohne runterzufallen, aber vielleicht hat es damit zu tun, weil ich sie runtergeklaut habe. Vom Baumwollernter und denn sie nicht aufs Feld gelegt wurden, dass sie dann irgendwie nicht richtig erkannt und damit nicht angeschnallt werden. Kann ja sein. Ja, die werden links abgeladen. Ich stelle mich jetzt mal möglichst rechts am Rand. Hier, ich habe natürlich wieder Ärger mit der Laterne. So, jetzt wollen wir mal gucken. Einer ist weg. Ich stelle hier schon mal Feld 6 ein. Das heißt, ich kann den da schon mal hinschicken auch. Ne? Feld 6. So. Ich bleib mal hier. Wir müssen nachhelfen. Ich habe doch Superstärke aktiviert, ja. Aber die werden nicht erkannt. Die werden nicht erkannt. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Wo ist mein LKW? Wo ist mein LKW? Wo ist mein LKW? Wo ist mein LKW? Da ist mein LKW. Dreh um. Ah, die werden nicht erkannt. Weil ich sie aus der Maschine geklaut habe. Und die Maschine sie nicht abgesetzt hat. Wisst ihr da Bescheid? Das heißt, ich kann die jetzt nicht anfassen, mit super Stärke auf den Trigger stellen. Das kann aber auch heißen, dass die jetzt nicht angenommen werden. Vom Trigger hier, ne? Das wäre ja maximal blöd. So, So, jetzt liegen die auf dem Trigger und werden nicht angenommen. Fahren wir zu Feld 6.
Das wusste ich natürlich vorher auch nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Ne, die werden nicht erkannt, die werden nicht angenommen, nichts, weil ich sie aus der Maschine geklaut habe. Ha! Ja, ich lasse mal liegen. Erstmal. Lektion gelernt, würde ich sagen. So, hier sind wir auch fertig. Ich gebe hier mal den Weg frei. Ja, ihr Lieben, das war's für heute wieder, ne? So. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch wieder einigermaßen gefallen. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch in Discord. Der Link zum Community-Server befindet sich in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal und motiviert mich, weitere Inhalte zu produzieren. Abonnieren nicht vergessen, es ist bei YouTube gratis. Damit ihr nichts mehr hier verpasst. So. Ja, das war's dann wieder, ne? Also, in diesem Sinne, ich war, bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und, was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.